spielen wir denn heute? Keine Ahnung. Weiß nicht. Uns wird schon was einfallen. Aber was Witziges. Hey, Luke, das ist doch dein Vater. Was sucht er denn da? Ich weiß nicht. Hey, Paps. Was? Oh, hi, Luke. Ihr habt nicht zufällig ein Paket gesehen. Was für ein Paket? Oh, weißt du, es ist so paketförmig. Ja, es ist ein Paket, so paketig. Ja, ich habe es irgendwo auf meinem Weg verloren, aber ich weiß nicht wo. Ich werd's finden. Ja. Na gut. Was? Ich kann sowas voll gut. Ja, genau. Es ist nur so, dass du dich manchmal leicht ablenken lässt. Wirklich? Mhm. Aber das passiert diesmal nicht. Ich finde das Paket und ich bringe es zurück. Bike Ehrenwort. Ja. Na gut, aber beachte die drei Regeln. Erstens, das Paket nicht öffnen. Ja. Zweitens, bring es gleich zu mir zurück. Jawohl. Und drittens, zwischendurch wird nicht gespielt. Verstanden. Wir helfen dir, Luke. Bike Buddies, los. Zwischendurch wird nicht gespielt. Luke, bitte denk dran. Paket, Paket, Paket. Keine Spur. Paket, Paket. Paket, Paket. Paket, Paket, Paket. Hey, Luke, bleib ruhig. Was soll der Stress? Wenn jemand das Paket findet, dann auf jeden Fall ich. Ich hab's gefunden. Oder DJ. Ja. Es ist am Deckel ein Stück offen. Ist bestimmt beim Runterfallen passiert. Seht ihr, was drin ist? Nö. Meine Scootbobs können reingucken. Scootbobs, lauf! Was habt ihr gesehen, Scootbobs? Sie wissen nicht, was im Paket ist. Entschuldigung. Es bleibt geheim. Das ist nicht schlimm. Erstens, wir öffnen nie ein Paket. Zweitens, wir bringen es sofort zurück zu meinen Pups. Drittens, zwischendurch wird nicht gespielt. Außer da gibt es eine super tolle Rampe oder sowas ähnliches. Oder wir halten nirgendwo an. Genau das hatte ich gemeint. Meine Regel 3 gebrochen. Das wäre ja fast schief gelaufen. Oh nein, oh nein, oh nein. Es ist doch noch ganz, oder? Es sieht jedenfalls ganz aus. Puh. Ab jetzt halte ich ganz bestimmt nicht mehr zum Spielen an. Ich war das nicht. Was da auch im Paket ist, ich glaube, es ist aufgewacht. Okay, es schläft wieder. Ich weiß zwar nicht, was da drin ist, aber sowas möchte ich auch. Aha. Ich muss es unbedingt zu Papa bringen. Aber könnten wir nicht doch kurz mal reingucken? Ich finde, das wäre nicht richtig. Oh, ja, das stimmt, DJ. Ich hab's meinem Papa versprochen. Ich werde mein Versprechen halten. Ganz egal, wie schwierig das ist. Nein. Das ist nicht möglich. Das ist ein super neues, mega cooles Flugboard. Das tollste, schnellste Spielzeug, das jemals erfunden wurde. Es ist nicht mehr drin. Paps wird denken, ich hätte es aufgemacht. Aber das hast du nicht. Aber das weiß er doch nicht. Wir müssen es wieder ins Paket packen. Wir holen's zurück. Los geht's. Oh,
stoppen. Rettung starten! Los! Ich hab es! Luke, hol es mir und schalt's an! Ich kann's nicht mehr lang halten! DJ, stell deine Rampe! Ich bin eine Rampe! Ab nach oben und schon ist das Problem behoben! Das Flugboard wurde geloopt. Wow. Wenn du es wieder fängst, kann ich dann die Nächste sein, die drauf springt. Ich zuerst. Oh, es ist nicht so, wie du denkst! Es ist nicht so, wie sie denken! Es ist nicht so, wie sie denken! Was macht ihr denn? Loop. Ich sagte nicht, das Paket aufmachen. Bring es direkt zu mir. Und du sollst nicht auf dem Weg spielen. Ich weiß. Und ich hab's auch versucht. Und er hat es nicht nur versucht, Herr Hupser. Er hat sich auch dran gehalten. Das Paket fiel runter und sprang aus Versehen auf. Du bist nur draufgesprungen und wolltest dann direkt zu ihm bringen. Er hat doch überhaupt nicht gespielt. Vielleicht ein kleines bisschen gespielt. Oh, ich denke, es war wirklich nicht das, was ich dachte. Gut gemacht, Sohn. Wirklich?
Ja, ich bin stolz auf dich. Es klingt, als hättest du die Aufgabe wirklich gut erfüllt. Genau, ja, ganz genau. Und die Verpackung ist auch nicht kaputt. So kann ich es noch dem rechtmäßigen Besitzer ausliefern. Mach's gut, Flugbird. Das war's. Ausgeliefert. Es sollte dein Geburtstagsgeschenk nächste Woche werden. Und da es jetzt schon ausgepackt ist... Nicht wahr? Jetzt weißt du auch, wie man es richtig fliegt. Wenn du jetzt mal bitte Platz machen könntest. Denn jetzt lupe ich das Teil. Das war noch kein Looping, denn ich hab's noch nicht geloopt. Alles klar, gib mir die Fernsteuerung. Lass die Expertin lenken.